Heute ist der 5.10.2018. Ich bin heute in Wartenburg, erstmalig zum 205. Jahrestag des Gefechtes bei Wartenburg. Und hier das York-Denkmal mitten im Ort. Ich bin jetzt von Wartenburg bis zur Elbe gefahren. Gegenüber der Elbe die Stadt Elster, von wo aus die Preußen über die Elbe übersetzten und in Richtung Wartenburg marschierten, um die Franzosen aus Wartenburg zu vertreiben. Im Programmablauf für morgen früh ist vorgesehen, dass ab 8 Uhr einige preußische Einheiten über die Elbe übersetzen wollen. Ich werde rechtzeitig da sein und früh aufstehen, um mir das mal anzusehen. Hier die Straße, die in Richtung Wartenburg führt und die ich vorhin gefahren bin. Von der Elbfähre begegne ich hier diesen Kavalleristen und habe natürlich angehalten. Der Ort Wartenburg hat sich festlich geschmückt. Sogar die Trikolore hängt hier aus dem Fenster. Ich mache jetzt eine Abendrunde noch im Biwak am Schloss von Wartenburg. Nachher soll ja auch noch der Marsch zum Denkmal York von Wartenburg stattfinden. Hier das Schloss von Wartenburg. Ein ziemlich großes Biwak. Es ist noch ruhig. Eigentlich ist ja jetzt auch noch Anreisetag. Morgen findet denn die Gefechtsnachstellung statt. Und wie gesagt, heute Abend noch der Marsch zum York-Denkmal. Noch ist alles ziemlich ruhig. Schade, dass es kein Geruchsfernseh oder Film gibt. Rechts von mir ist ein Kuhstall mit seinen spezifischen Gerüchen. Ich bin auch abends gern im Biwak. Der Geruch nach Holzfeuer, Abkochen der Soldaten, die Truppen, die entspannt ihre Freizeit genießen und sich langsam nachher auf den Marsch zum Gedenkstein York-Wartenburg vorbereiten. Hier sind die Preußen untergebracht. Man hört noch das Hämmern, das Einhämmern der Heringe für die Zelte. Es ist ja erst Freitag. Der Trommler übt schon. Er trommelt sich warm. Im französischen Teil des Biwaks. Aber jetzt ein bisschen Video. So ein Abend im Biwak hat eine ganz besondere Stimmung. Das muss man einfach mal mitgemacht haben. Also 6 EW und er selbst. Ah ja. Nur. Danke, aber alte Dieter Wehrmann für die Unterstützung. Bist du jetzt soweit? Mein Weg hat vermutet 3-6 Uhr. Also Männer, morgen startet ihr Fecht. Wir werden morgen den Elbe-Variant nach Wartenburg machen und sehen, dass wir jetzt links der Elbe endlich kommen und die Franzosen in Flanke fallen oder in den Rücken, je nachdem. Wir erwarten eure Tatkraft, eure Tapferkeit, euren Einsatz für unser Preußen, für Deutschland, für alle deutschen Völker, die sich hier auf unserem Boden gegen die Franzosen erheben. Und morgen geht's los. Richtet euer Leben danach ein, dass ihr morgen fit seid,
Um 9 Uhr ist mit dem Gefecht gegen die Franzosen zu rechnen, die im Brückenkopf gebildet haben in Wartenburg und den wir angreifen werden. Die umgekehrt, ich habe mich vertan. Wir machen den Brückenkopf und die Wartenburger, die Franzosen sind in Wartenburg. Ey, das ist der scheiß französische Wein, den wir hier erbeutet haben. Wir werden unser Heim, unser Herd endlich befreien. Wir werden unsere Frauen und Kinder beschützen, unsere Familien. Und endlich wieder ein preußenfreies Leben führen können. Und wenn es weitergeht, so wie wir uns das erhoffen, wird auch Sachsen befreit werden. Und alles, was dazugehört. Wir werden nach Westfalen rübergehen. Wir werden die ganzen Franzosen, alle wie sie da sind, über den Rhein treiben. Und dann wird das deutsche Volk wieder frei sein. Aus den Sektionen irgendwelche Anmerkungen? Nein, Herr Kapitän. Danke. Bitte? Ja, schönen Dank. Frühgefecht um 9 Uhr. Die Marschierenden werden ihren Konterpart finden, die dann irgendwann in der Früh um gegen 8 Uhr über die Elbe setzen und dann hier Richtung Wartenburg marschieren. Und wer Lust hat, morgen um 9 Uhr noch anmarschierenden Preußen zu unterstützen und die Franzosen zurückzutreiben, der möchte sich dann morgen um 8:30 hier einfinden, der ist da, ist der Abarsch. Ja? Herr Kapitän, da würde ich gleich den Vorschlag machen, dass wir auszählen lassen, wer denn morgen alles beim Gefecht mitmachen würde. Ja, bitte ausführen. Ja, gute Idee. Wer mitmachen? Ich dachte, lieber Herr Kapitän, das ist ja der überwiegende Teil des Bataillons. Einschließlich. Das ist nur ein paar Meter zu laufen, bis zum Ortsausgang, da wo Tante Elke ist, wo wir einkaufen waren, da können wir da hinmarschieren. Truppen machen sich langsam fertig zum Abmarsch zur Gedenkveranstaltung. Circa 15 Minuten noch Zeit, bis es losgehen soll. Hallo. Warte noch, warte mal. Hier ist richtig was los. Der ganze Ort macht mit. Keine Demos gegen Militarismus und so ein Quatsch, was manche da so veranstalten. Gerade! Aus! Erledigt irgendwann. Kann doch nicht sein. Also wenn alles für euch noch wieder. Vorgelaufen. Denkmal Jörg von Wartenburg in Wartenburg. Hier wird denn demnächst die Kranzniederlegung stattfinden. Ich weiß nicht, ob die Empfindlichkeit hier ausreicht, das richtig aufzunehmen. Kameraden, liebe Gäste, hier befinden wir uns an einem historischen Punkt, wo die Schlesische Armee nach der großen Schlacht bei Wartenburg bivakierte
bevor sie weiter ins Feld zog, wir wissen, 14 Tage später, zur großen Völkerschlacht von Leipzig. Sehr geehrte Wartenburger, sehr geehrte Gäste, liebe Freunde der historischen Darstellungsgruppen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich heute vor Ihnen sprechen darf. Ich selbst wohne in einem Ort, um den im Frühjahr 1813 ebenfalls gekämpft wurde, in Großgörschen. Die Gedenkfeier ist zu Ende, Rückmarsch ins Biwak. Es ist der 6.10. Es ist 7.35 Uhr. Ich bin bereits unterwegs und jetzt gerade im Biwak. Die Truppen machen sich fertig, um nachher nachzustellen, den Elbübergang der Preußen zum Sturm auf Wartenburg. Das Biwak in Wartenburg. Der französische Teil des Biwaks, richtig idyllisch und romantisch an diesem wunderschönen Herbstmorgen. Guck mal, wir haben einen Stock, wir haben einen Wassereimer, wir haben einen Haken. Was haben wir nicht? Was eine Kanone. Wo haben wir unsere kleine Kanone denn? Im Biwak in Wartenburg. Vorbereitung zum Abmarsch. Vor ein paar Sekunden. Kein Problem. Aber hier unsere Datenschutzerklärung muss auch noch unterschreiben. Ja. Richtig! Warum ist immer unsere Menschen so viel Streit? Warte, Wolfgang, ich muss erstmal Wasserpflegung mit. Rede Rose, Rede Vieh! Ja, ja, ganz schön. Gestern Bier in Ebene. Mein Zeit! Abverteidigung! Das heißt, dann machen wir mal so, wärt ihr quasi die imaginäre erste Sektion, zu zwei Gliedern von mir ist die gleich auf und ich pack den Rest dann hinten dran. Und dann kommt der Trommler noch vor uns in der Maschine ab. Ja. Musst du doch den Zettel unterschreiben lassen? Marsch! Hier vorne.
Aus der Richtung werden die Preußen erwartet, aus der Richtung, wohin das Kanonenrohr zielt. Verteidigung Wartenburgs beginnt jetzt im Hintergrund. Warum ist so schön, dass ich gesagt habe, hier kommt die Soldfrage? Ja, das Fahren muss ja auch gut bleiben. Dort sind die Preußen, die jetzt angreifen wollen, um Wartenburg zu erobern. Sobald sie sich in Bewegung setzen, machen wir los. Vorne, Westbälle! Der Tanz ist eröffnet. Artillerie nach vorn. Ganze zweite Sektion. Kehrt! Rechts schwenkt! Halt! Sicht euch! Ganze zwei. Artillerie steht auf dem Hügel. Aber die Preußen sind schon ins Dorf eingedrungen und die Franzosen
und müssen sich zurückziehen, früher oder später. Heute findet dann noch eine weitere Gefechtsstellung statt, als Form einer offenen Feldschlacht. Das war hier heute Häuserkampf, heute früh. Ha ha ha!
das Dorf Wartenburg. Hier feiert das ganze Dorf mit. Die Versorgung ist 1A. Sowas habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Es ist richtig toll in Wartenburg. Im Hintergrund hört man eine Schalmeienkapelle. Und um 14 Uhr geht es nachher zur Gefechtsnachstellung. Gestern Abend war es doch schon recht dunkel. Deshalb nochmal hier das Denkmal Eiserne Kreuz. Mal das Denkmal Jörg Wartenburg auf dem Dorfplatz. Das Denkmal 1813, wo gestern Abend die Kranzniederlegung bzw. die feierliche Gedenkveranstaltung stattgefunden hat, wo unter anderem eine Ur, also viermal Urenkelin des Generals Jörg von Wartenburg eine Rede hielt. Sehr feierlich war das übrigens. Wie schon gesagt, das ganze Dorf feiert hier mit. Es ist einfach super. Ausstellung zu 1813 in der Kirche von Wartenburg. Mittagszeit im Biwak. Und um 14 Uhr soll dann die Gefechtsnachstellung auf freiem Feld stattfinden. Hier hinter dem Schloss. Ausstellung zu Wartenburg im Mehrzweckgebäude. Ich schaue mir das hier auch mal an. Und hier in diesem Gebäude befindet sich eine weitere Ausstellung mit einem Diorama zum Übergang über die Elbe und dem Sturm auf Wartenburg durch die Preußen. Diorama hier, Elbübergang. Es ist 13.30 Uhr, 30 Minuten soll hier die Nachstellung der Schlacht stattfinden. Zur 205. Jahrestag der Schlacht bei Wartenburg, hier speziell zur Schlachterstellung. Bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis, es wird laut. Also der Krieg ist nicht leise und war auch nie leise. Das heißt, achten Sie darauf, sicher auf Ihr Gehör. Nicht, dass es zu laut wird und irgendwelche Hörschäden davontragen. Also es sind sehr laute Lautstärken hier, das werden Sie nachher auch sicherlich hören. Aber das nur als kurzer Hinweis. Ich bin heute Ihr Moderator. Ich versuche Ihnen nicht nur zu erklären, wie Sie gerade auf dem Schlachtfeld dort alles sehen, sondern auch, wieso es hier zu kam, warum es gerade hier in Wartenburg zu kämpfen kam, wer damals gekämpft hat, gekämpft haben für die Freiheit von Polen, weil Polen Jahre zuvor zwischen den Nationen von Österreich, Preußen und Russland aufgeteilt wurden. Hier vorne an der Zuschauerlinie sehen Sie zum Beispiel schon britische Rocket Troops, also Truppen, die Raketen und Brandraketen. Man kann natürlich viel weiter vorher anfangen, um auch alles zu erzählen, aber 1812 deswegen, weil dort gab es Napoleon als Franzose die Briten nicht leiden konnte, beziehungsweise auch keine Seeherrschaft hatte, hat Napoleon bei all seinen Staaten eine Kontinentalsperre verhängt. Das heißt, es wurden keine Waren aus England nach. Deswegen war Napoleon gezwungen, nach ungefähr einem Monat auch aus Russland wieder abzuziehen mit seinen Truppen. Er ist zum Beispiel, das ist nicht für jeden verständlich. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Nachmittag und haben nachher, nachdem das Gefecht ist, auch noch Zeit. Es wird hier sofort ein Appell hinter diesen Gärten, wenn Sie Richtung Kirche schauen,
hinter diesen Gärten ist das Spiel dann zu Ende. Wird auch gleich Dankeschön gesagt den Truppen. Wir sind zum Teil schon seit 3. Oktober hier, welche am 4. gekommen. Und manche müssen sehr weit weg. Die meisten, die hier sind, sind aus Belgien, in der Nähe von Rotterdam. Aus Blumstadt sollen auch schon die ersten Kämpfe. Von Berlin ausgehend sind dann die Preußen einmal Richtung Magdeburg gezogen, einmal Richtung Dresden runter. Bei Richtung Dresden zog auch noch die Zuggruppe die Vorgeschichte. Währenddessen gab es noch in Böhmen eine Schlacht bei Kulm, beziehungsweise zwei Schlachten bei Kulm, wo Napoleon selbst mit kleineren Einheiten versuchte, die böhmische Armee vom Rückzug von Dresden her zu eintreffen. Wie tritt man Napoleon entgegen? Versucht man Einzelschlachten zu machen? Nein, das ist taktisch unmöglich. Hier aufgenommen worden. Es war so, dass dann gesagt wurde, dass wir praktisch das nicht geschlagen haben, um möglicherweise in die Elbe zu kommen und Wittenberg von Süden her anzugreifen. Bloß weil die preußische Artillerie von der überliegenden Seite geschossen hat, gab es zum Beispiel die Geschichte, dass ein Hauptmann der Württemberger bei Verrichtung seiner Notdurft von einer Kanone aufgenommen hat. Und Sie hören auch schon, dass es laut zugeht. Sie müssen sich natürlich vorstellen, damals war vieles noch viel, viel größer, als um hier zum Beispiel Relation zu geben. Die napoleonische Seite hatte damals 13.000 Mann hier eingesetzt, während die... der Nordarmee zu verhindern. Und Sie hören, also die Kanonen sind sehr laut und ich versuche gegen sie anzukommen, aber es wird nicht gelingen. Links sehen wir nochmal die preußische Kavallerie, wie sie gerade sich formiert und vielleicht einen Angriff gegen die französischen Truppen reiten wird. Auf unserer Seite sehen wir also, dass die Kampf von französischen Kavallerie, also sächsische Husaren und ein französischen Kürassier, den glänzenden von vielen Einheiten wäre hier nicht möglich. General Fragment, der über die Württemberger das Kommando hatte, dann hat gesagt, nee, ich stimme die Kräfte der Verbündeten aushalten zu können. In dem Moment wusste er aber auch noch nicht, dass es die schlesische Armee mit 60.000 Mann war. Und der Ort für seit des 2. Oktober sind die ersten 5 übergetreten von der Elbe und haben also versucht, hier Wartenburg bereit zu nehmen. Stießen auf heftigen Widerstand der Franzosen, die hier im Norden standen, noch in Wartenburg direkt. Wartenburg war selbst aber auch entsprechend verschanzt. Und wir sehen gerade, die französische Kavallerie hat also eine polnische Notfall gehabt und die polnische Kavallerie streitet also der Kavallerie der Franzosen hinterher. Jäger aus Österreich, die sich damals gesagt haben, dass sie sich dem Lützower Freikorps anschließen, also auch auf der Seite der Preußen in dem Sinne gekämpft haben. Und ich sehe auch ein paar Braunschweiger Truppen dort, also in den Truppen, die sich gerade zurückziehen, also in blauen Feldflaschen. Denn Braunschweig war damals, Sie kennen vielleicht den Herzog von Braunschweig, hat sich die Lage, ich habe ja gesagt, die Preußen standen vor Wartenburg, kamen nicht weiter, kamen nicht rein und haben dann gesagt, sie ziehen sich runter nach links, nach Berlin. Der Prinz Karl von Mecklenburg hat... Oh, die Blaue! Es gab verschiedene Kategorisierungen in der Armee nach... Also in der Infanterie, speziell in Frankreich, gab es zum Beispiel Berlin-Infanterie, Füßeliere, Grenadiere und Voltigeure. Voltigeure erkennen so Linieninfanteristen und Grenadiere, Haare sprechend groß hoch gewachsen, haben rote Toiletten und roten Federbusch. Ja, jetzt sehen wir, dass die preußische Kavallerie einen Angriff auf die katholische Seite startet und auch auf sind und dort für Britannien kämpft hat, weil England war damals vom Hause Hannover regiert. Ich sehe auch anhaltische Truppen, also speziell mit drei spitzen weißen Hosen. Ich sehe auch einen anhaltischen Rundgerüttel, den haben wir sehr selten versucht reinzuspringen in diese Karrees. Bei den Jägereinheiten sehen Sie jetzt keine Bajonette auf den Gewehren. Das hat einfach den Vorteil, dass erstens für ein richtiges Laden würde, dass den Jäger einen Schuss abgeben würde, vertrieben und entsprechend die sich nahkampf handeln. Beim Lager kann man auch einen Schuss geben, um dann die Räume zu schlagen.
leider zwei Schlachten, wo dies schwer zum Einsatz kam, und zwar die Schlacht von Großbern und das Gefecht bei Heidelberg. Bei beiden hat es manchmal Truppen und im Endeffekt war es ja nicht ziemlich gut. Da ist es nicht so, dass damals einfach aus der Zeitung überhaupt jemand sie aufgesattelt hat. Es gab da Kameraden, die haben ihre Truppen entsprechend zum Lazarett gebracht, also den damaligen medizinischen Versorgungspunkt. Das ist gerade unter ein Haus gegangen. Also eine große deutsche Legion, also Deutsche, die nach Russland emigriert sind und dort für Russland gekämpft haben, entsprechend russische Uniformen gewandt sind, also Damastörung unten am Sauerer, wo ich entsprechend vorhin gesagt habe, die dritte preußische Brigade Horn dort eingetragen. Waren die russischen Truppen hinter den preußischen Truppen und haben am Schützberg, also etwas weiter östlich von Vladin, ihre Position bezogen und auch in den Kampf eingreifen wollen. Auf preußischer Seite sehen wir auch entsprechend gut aus und als zweite Reihe die Truppen mit einfachen Putzen und die Truppen, also längerer Uniformierung, sehen Sie entsprechend Landwehreinheiten, die also 1813 ausgebildet erst ist und waren recht schlecht ausgerüstet. Also zu Anfang haben sie wirklich auf jedem Schlachtfeld Gewehre gesucht, Munition gesucht. Und sie haben auch gerade die Ruf gehört der Einheiten, die dort für fünf Fahrzeuge gut damals gab. Man kann sich vorstellen, 600 Mann hintereinander mit 8 Zügen von einer Breite von vielleicht 80 Mann. Das kann man schon mit der Kanone sehr viele Soldaten töten. Genau, die preußische Seite zieht sich also jetzt wieder hinter den Artillerie der Artillerie zurück, die sich also entsprechend vorbewegt hat, um der Artillerie ich hatte ja schon gesagt, es wurden Truppen nach Frankreich eingezogen. Wie können wir die Soldaten dort motivieren, weiter in der Linie zu bleiben? Naja, also im Endeffekt ist es so, wenn man vor mir steht, kann man den Grenzen also Futterkappen. Und das waren 30 Futterkappen für das erste Regiment, rot für das zweite Regiment. Es wollen mal welche von Pferden. Also hinten auf dem Feld, wie ich vorhin gesagt habe, und im Speziellen die Landwehr hat sich hauptsächlich aus dem, was sie gefunden hat, orientiert. Wenn man mal ein Bild vorhat, dann hat man das Fertig. Dann hat man nur Speere oder Treffschläge. Und dann hat Preußen was zum Beispiel auch so dein Karo. Dort war die erste Reihe, hatte bei Leute nach außen gerichtet und die zweite Reihe war entsprechend an Seiden abgefahren. Sind also eigenständig dann gehen und entsprechend dort nach oben stürzen zu machen. Oh, ich muss mich anders. Die Worte sehen auch, die hören auch die Trommelsignale, also entsprechend, dass man auf dem Schreibstück passiert. Eine preußische Bataillon hatte, Sie können sich vorstellen, zum Beispiel bei mir, 600 Landbreite, das ist schon eine ziemliche Breite. Und um dann noch die Signale gut zu verstehen, müssen wir geführt nach vorne. Und entsprechend auch zwischen den Linien dann auf die Truppen zu feuern. Zu fahren waren, und Sie müssen sich auch das vorstellen, ein Geschütz dauert auch etwas lang zum Aufbau, also Sie haben in der Regel bei der Geschütz hinten noch eine Truppe, an dem das Geschütz kommen wurde und gegessen wurde, weil Soldaten so einen Hunger hatten. Und deswegen hieß es auch Glaubensschlacht unter den Soldaten. Ist zu Ende und jetzt der Abschlussappell aller beteiligten Truppen.
So, jetzt wird es durch die Generalität Dank ausgesprochen an alle Einheit, die ein Fahnenbändchen überreicht hat, hier vom Ordnung 200 Jahre. Im Endeffekt ist es so, dass bei Artillerie es einen sehr großen Körpereinsatz gab. Sie müssen sich vorstellen, die ganzen Kanonen zu treffen, auch auszuwischen, entsprechend zu reinigen und deswegen. Und den Ruf Lüttler, also das Leben der Kaiser. Der auf der französischen Schlachtflotte entdeckt war. Und jetzt wird auch an der französischen Artillerie, also im dunkelblauen Kompletten mit weißem Lederzeug, ein Fahnenband übergeben. Und auch mit Roar den General der Kavallerie Blücher begrüßt. Links erfolgt dann Angriff der Artillerie auch für unsere Zuschauer. Jetzt ist also die Generalität gerade bei der französischen Linieeinheit, die vorhin also hier eindrucksvoll im Dorf gekämpft hat mit, also auch wieder Voltigeure, wie Sie sehen, also ohne roten Rabatten, entsprechend auch Grenadiere, Sapeure, wie ich vorhin erwähnt habe. Und hier vorne marschiert nochmal das verschiedene gemischte Einheiten aus französischen Infanterie und Spanier und Reichsuniformierung vorbei. Zahlen für Garde und gleich die Kunden von mir für Jäger. Also Leichtinfanterie und auch Vorschweigische Linieninfanterie. Auf dem Weg bitte aufpassen, die polnische Artillerie will auf dem Kehrweg vorbei. Und die haben geschützt. Und jetzt wird also auch an die preußische Linieeinheit preußischer für sie ausgezeichnet worden. Also der sie selbst waren an der Dammerstürmung von Rottenburg sehr beteiligt und haben nach der Schlacht das Regiment der Welt, das ist das krasse Regiment, vor dem die ganze Welt in den Hut ziehen sollte. Was soll das? Es gibt da Bezeichnungen, aber im Endeffekt gab es diese Erweisung damals wirklich und es ist auch schön, wie man solche Auszeichnungen. Genau, hier vorne bleibt es vor unserer englischen Seite und auch anhaltische Gruppen, wie ich erwähnt hatte, hier nochmal die Braunschweiger, wie auch wie ich erwähnt hatte vorhin, den entsprechenden Lärm in blauer Konfirmierung, mit blauem, also mit blauem Rabatt. Und auch eine leichte Gruppe, die also als Krieger und die feindlichen Linien entsprechend und Offiziere entsprechend dezimiert haben aus dem Hinterhalt. Entsprechend mit die Trefka und Schako und dann in hellblau hier vorne weiter sächsische Hüser. Und dann passieren die Geschützgrade mit abtransportieren. Ja, dieses französische Schutz bleibt jetzt gleich stehen. Wieder, wa? Wieder wird er stehen. Die Landwehr zieht dann ab. Und sie werden jetzt wieder. Abgedreht auf Ludwig!
nach dem Gefecht noch einen Rundgang durch das Biwak. Mir tun langsam auch die Füße weh. Seit 7.30 Uhr bin ich jetzt auf den Beinen. Aber es war ein schöner Tag. Es ist jetzt 18 Uhr. Die Truppen essen Abendbrot, unterhalten sich. Ich mache jetzt noch einen letzten Rundgang durch das Biwak und will dann zurück in mein Hotel. War ein langer, aber erlebnisreicher und schöner Tag. Und das ist jetzt hier dann definitiv die letzte Filmsequenz aus dem Biwak. So, allerhand los. Ich habe jetzt das Biwak verlassen. Werde noch ein kühles Getränk zu mir nehmen und dann in Richtung Hotel aufbrechen und morgen sehr früh zurück nach Perdebek fahren.